Was geht mit den Hühnern? Die bewegen sich die ganze Zeit gleichzeitig. Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge. Mal wieder auf dem GOM HD-Server. Wir spielen mal wieder Ender Games. Und wir haben heute den 31. Dezember, das heißt, es ist Silvester. Also, es ist morgen, also heute um 12 Uhr Neujahr. Ich wollte euch an dieser Stelle mal auf jeden Fall alles Gute für das Jahr 2015. Euch und euren Familienmitgliedern oder Freunde und Bekannte und was auch immer wünschen. Und wollte mich einfach mal bei euch für das geile Jahr bedanken, was wir 2014 hatten. In letzter Zeit ist in Sache Kanal einfach extrem gestiegen. Die Daumen nach oben, die Kommentare, die Videoaufrufe, die Streams, die sind richtig geil. Wir haben mittlerweile eine richtig kleine Fanbase auf gut Deutsch, mit dem wir fast täglich dann abends so ein paar Ründchen daddeln. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Und ja, dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Und ja, wir spielen das Skill Känguru, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt habt. Ich habe gerade eine Runde versucht aufzunehmen. Ich Idiot bin einfach in Lava reingesprungen. Einfach nur zu episch. Und deswegen hoffe ich jetzt, dass ich jetzt hier am Anfang direkt schon was Gutes bekomme. Aber mit Sicherheit eh wieder nicht. Ja. Sag ich doch. Oh, jetzt haben wir schon wieder eine Truhe. Vielleicht kriegen wir die, jawohl. Aber auch nichts Besonderes drin, was uns jetzt irgendwie sonderlich weiterhilft. Ja. Und zwar wollte ich auch noch erwähnt haben, dass ich es auch gut finde, dass im Moment so oft die Facebook-Seite geliked wird. Also in letzter Zeit sind eigentlich auch schon recht viele Klicks auf der Facebook-Seite und Twitter. Weil darüber ist es halt einfacher, mit euch zu kommunizieren. Und weil ich würde jetzt nämlich die Tage wahrscheinlich, wenn alles klappt, einen Minecraft-Server öffnen, aber wahrscheinlich Feed the Beast, also ein Modpack, weil ich das einfach aufregender finde als das ganz normale Minecraft. Weil das normale Minecraft ist einfach, ja, eintönig. Es hat jeder schon jahrelang gezockt, es ist einfach langweilig. Und bei dem Mods hat man einfach viel mehr zu tun, als man jeweils in Minecraft bestimmt haben wird. Und ja, das macht einfach mir mehr Spaß und ich denke mal und hoffe auch euch. Deswegen wollte ich gerne mal da eine Meinung zu hören, ob ihr da Bock drauf habt oder so. Weil das ist ja natürlich auch alles mit Geld verbunden. Und ich würde den Server da jetzt nicht holen, wenn dann nur, weiß nicht, ein, zwei Leute drauf zocken. Und das dann auch nur, 10 Minuten am Tag. Den holen wir uns erstmal jetzt hier. Der hat mich gar nicht gesehen, der Idiot. So, zieh mir die Schuhe aus. Und deswegen wollte ich da einfach mal wissen, das könnt ihr mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben. Da ist der Nächste. Ich glaube, die sehen mich alle gar nicht, wenn ich über die Bäume husche. Ah doch, der hat mich gesehen. Ah, fuck, der hat ein Diamantenschwert. Okay, wir hängen noch eine Runde hinten dran. Ja, liebe Freunde, da sind wir auch wieder zur nächsten Runde Ender Games. Wir haben wieder das Skill Känguru gewählt und hoffentlich begegnen wir jetzt nicht sofort einen wieder mit einem Bierschwert. War auch ein wenig eintönig, dass er mich eigentlich tötet, weil, naja, er hat volle Rüstung,
ich hatte nur Schuhe an und auch ein Diamantenschwert. Ist dann irgendwo klar, dass er mir zeigt, wo der Hammer hängt. Und ich kriege schon wieder nur Scheiße. Ich kriege in letzter Zeit bei Ender Games am Anfang einfach nur Kappes. Aber zumindest schon mal eine Enderperle. Damit können wir uns vielleicht einen kleinen Vorsprung verschaffen. So. Ja, im Moment finde ich auch, dass ich das gut durchziehe. Ich muss auf jeden Fall mal sagen, dass ihr mir dazu alle Gründe gibt, dass ich halt täglich um 12 Uhr das Minecraft-Video raushaue. Und ab heute, also gestern, ist die erste Far Cry-Folge wieder online gekommen. Das Let's Play wird jetzt auch weitergeführt. Das wurde ein bisschen eingestellt von mir, weil ich halt jetzt die letzte Zeit, wo ich Far Cry angefangen hatte, viele private Gründe hatte, dass ich das jetzt nicht so aktiv Let's Playen konnte und daher mir dann irgendwie Zeit gefehlt hat und ich dann irgendwie auch abends oder was keine Lust mehr hatte, da noch mich dahin zu setzen und aufzunehmen. Dies hat sich aber geändert. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Zeit. Ich nehme wieder auf. Deshalb kommen jetzt wieder aktiv Let's Plays von Far Cry. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Gefallen euch mit Sicherheit auch. Und ist ein super geiles Game, Far Cry. Falls ihr es nicht kennt. Ich denke mal, ihr kennt es alle. Das ist ein... Was ist das? Ein Open-World-Game. Ein Action-Game. Wo man auch mehr oder weniger so ein bisschen Survival spielen kann. Würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube schon, dass man das sagen kann. Und ja, es geht einfach hauptsächlich darum, dass man... da so in die Fußstapfen des Vaters tritt in Kyrat, so heißt das Land, glaube ich. Ja, ich glaube, das Land heißt so. Und ja, wir sind halt AJ Gale und müssen halt, sind eigentlich hauptschließlich wegen der Mutter, weil die ist irgendwie eingeäschert worden und bla bla bla. Deswegen sind wir eigentlich da, aber das spielt jetzt auch an sich keine Rolle. Da guckt ihr einfach mal ein bisschen ins Let's Play, dann habt ihr da, denke ich mal, ein bisschen besseren Plan von, was ich da gerade laber. Jawohl. So, ziehen wir uns mal irgendwie die Lackschuhe an. Machen wir mal ein Feuerzeug mal hier zusammen. Ja, die Flasche, die können wir auch mal eben verteilen. So. Und auf jeden Fall geht das Let's Play auch weiter. Was gibt's noch zu sagen? Den Server habe ich, das habe ich, das habe ich. Sonst gibt's gar nichts zu sagen, glaube ich. Was geht mit den Hühnern? Bewegen sich die ganze Zeit gleichzeitig. Ja, falls ihr jetzt nicht wisst, was ich für ein Modpack meine von Minecraft, ihr könnt einfach mal in YouTube eingeben, Dear Wolf, ich glaube 2.0 und dann die 1.7, also 1.79 Version, aber nicht die 1.64er. Da gibt es auf jeden Fall einige geile Sachen, zum Beispiel mehr Dungeons und mehr Monster, mehr Tiere vor allen Dingen. Was gibt's da noch? So Pyramiden und ach, also ein Pipapo, also auf jeden Fall so ein bisschen mehr mit Magie und Verzauberung, mehr Waffen, mehr Rüstung, Monster, wie gesagt Tiere und Ingame-Sounds, also wenn du zum Beispiel irgendwo rumläufst, dann fliegen da Blätter rum und es ist richtig geil. Allerdings ist dieses Modpack benötigt halt ein wenig mehr Arbeitsspeicher und alles, also ein bisschen besseren PC ist Voraussetzung. Und ich will schon was essen. Auf jeden Fall ist das richtig cool. Ich habe es mal eine Zeit lang gespielt. Auch nicht viel, aber ein bisschen. Davon hüpft ein Känguru. Da ist noch eins. Der 23 Kevin 10. Wo ist er? Okay, er ist weitergelaufen. Ah, verdammt. Ich warte jetzt noch mal eben, bis ich geportet werde. Und dann werde ich mal eben schnell jemand im Tauslernen. So, so, so. Kopf können wir auch noch eben anziehen. Knochen brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Diamanten brauche ich nicht. Nein, natürlich Spaß. Stöcke, ja. TNT raus. Das raus. Das raus. Die Angel brauche ich eigentlich auch nicht. Pfeile. Feuerzeug können wir eben noch zusammenschusseln. Lava-Eimer brauche ich dann auch nicht so viele. Hier brauche ich auch noch einen. So, und da ist schon wieder einer am Flüchten. Der gerade einfach mal in die Lava gesprungen ist. Ein Vollidiot, wie ein Buch steht. So, eine Eisenhose, eine Eisenbrust und einmal die Eisenschuhe, bitte. So, so und so. Hier riecht es irgendwie gerade bei mir extrem komisch.
so nach verbrannten Gummi oder sowas, ey. Ich hoffe nicht, dass mein PC brennt. Da unten ist unser nächstes Opfer. Hat er eine Diamantenhose an oder ist das sein Skin? Ich glaube, das ist sein Skin, kann das sein? Na, komm. Jetzt wird er getauscht. Aha. Oh, wir sind im Finale. Ah, der ist gestorben. Hä? Warum habe ich den Kill nicht gekriegt? Der ist einfach abgesoffen, oder was? Boah, wie asozial war das denn jetzt bitte von ihm? Er hätte mir den Kill aber auch geben können. Okay, wir sind im Finale gegen den Kevin. Ich sehe gerade, wir haben ja noch 7 Diamanten, Leute. Da könnten wir uns doch eigentlich mal eben schnell schon mal den Eisenhelm von, den Helm von machen. Hätten wir uns zwar jetzt auch eigentlich eine Brust von machen können, aber ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, wie ich ja schon oft gesagt habe, den Helm am schnellsten, weil dem Bogen killt halt. Ich weiß, das wird zwar nicht oft benutzt, aber ich kenne mein Glück. Ich denke da nicht dran, dann hat's einer und gibt mir einen Schuss in den Kopf. Gut, da wird auch natürlich auch der Lederhelm reichen, weil es Hauptsache Helm. Aber, naja, was man hat, hat man. Hier brennt alles. So. Da ist er. Jawohl, GG. Richtig geile Runde, Leute. Mal wieder eine Runde gerockt. YouTube. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich wünsche euch auf jeden Fall übelst schönes Neujahr. Feiert richtig rein. Lasst mal richtig die Sau raus. Und wir sehen uns dann in aller Frische 2015 wieder mit der neuen Folge. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen möchtet. Ob mal wieder Smash Mobs oder Survival Games oder Syndicate Games vielleicht mal wieder. Oder vielleicht sogar einen anderen Spielmodus. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal auch Server-IP oder sowas in die Beschreibung schreiben, wo ich einfach mal irgendwas zocken soll, worauf ihr Bock habt, was ihr sehen wollt oder sowas. Und ich versuche das dann einfach mal zu zocken. Ansonsten bedanke ich mich. Wie gesagt, viel Spaß, guten Rutsch. Und ja, das war das letzte Video für 2014. Haut rein, ciao!